Einen wunderschönen guten Tag. Heute kommen wir denn mal bei diesem Persönlichkeitstest, und zwar DISC-Test. Das ist ein Berufstest. Das machen viele Firmen. Zum Beispiel Amazon macht den auch. Den können wir gleich mal starten. Ja. Komm, starten zum Test. Ah ja, genau, es war ja so gewesen. So, manchmal, also Menschen blicken zu mir auf. Ja, Freunde schon. Bei den anderen weiß ich nicht, das geht mich aber auch nicht an. Ich neige dazu ein. Warte mal, ach ja, man kann ja hier immer nur eins ankreuzen. Ich neige dazu, ein freundlicher Mensch zu sein. Ja. Warte mal. Gut, ich nehme das Leben so, wie es kommt. Menschen sagen, dass ich eine starke, also ich nehme das Leben so, wie es kommt. Nein. Es fällt mir schwer, mich zu entspannen. Ich habe einen sehr großen Freundeskreis. Ich bin immer bereit, anderen zu helfen. Klar, ich verhalte mich gerne korrekt. Es fällt mir schwer, mich zu entspannen. Nö. Weil ich gehe dann in die Natur und dann entspanne ich mich einfach. Ich neige dazu, das zu tun, was man mir sagt. Ich mag Dinge gern ordentlich. Klar, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich neige dazu, das zu tun, was man mir sagt. Mache ich jetzt mal ganz klar nein, weil es kommt auf die Person drauf an. Ich respektiere ältere und Autoritätspersonen. Autoritätspersonen ja, ältere nicht, denn ältere Personen hat noch lange nichts mit Weisheit und Autorität zu tun. Das können auch Idioten sein. Es können aber auch sehr gute und Menschen sein oder Experten sein. Deswegen nicht. Ich bin immer gewillt, neue Dinge zu tun, ein Risiko einzugehen. Ich glaube, dass alles gut wird. Ich bin immer gewillt, zu helfen. Klar, ich bin immer gewillt, so, obwohl hier, da. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich bin sehr aktiv, sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit. Ich bin ein sehr ruhiger und gelassener Mensch. Ich finde üblicherweise meinen eigenen Weg. So, ich bin mit dem Leben sehr zufrieden. Ich neige dazu, Menschen zu vertrauen. Ich mag Ruhe und Frieden. Ich habe eine Pose. Ich mag Ruhe und Frieden. Ich bin mit dem sehr zufrieden nicht. Ich neige dazu, die Menschen zu vertrauen. Ich mag Ruhe und Frieden. So. Hier muss man übrigens immer beides ankreuzen. Auch wenn die eigentliche Antwort, die man eigentlich so rechnet, nicht dabei ist. Ich habe sehr viele Willenskraft. Ja, ich nehme mir immer das zu Herzen, erstmal hier. Ich versuche es allen recht zu machen. Nö. Wichtig ist, dass ich meine Sache, die ich habe, genau mache. Auch wenn es. Ich kann es nicht allen recht machen. Das geht niemals. Ich bin auch nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Ich bin selbstbewusst. Menschen sagen, dass ich sei ein sympathischer Typ. Ich habe eine tolerante Einstellung gegenüber dem Leben. Ich bin ein Durchsetzer. Ich bin selbstbewusst. Naja, das ist jetzt doof. Das sind eigentlich alles positive Aussagen. Jetzt muss ich irgendeine Sache nehmen, die ja nicht stimmt. Ich bin ein durchsetzungsfähiger Mensch. Ich habe eine tolerante Einstellung gegenüber dem Leben. Gut. Weiter geht es. Ich verliere nie meine gute Laune. Ich mag gerne präzise und korrekt. Ich bin mir meiner selbst sehr sicher. Nein, manchmal nicht, weil ich muss auch öfter umplanen. Ich lache und scherze gerne. So, ich verliere nie meine gute Laune. Ich mag es gerne präzise und korrekt. So, mein Verhalten ist diszipliniert. Menschen halten mich für hilfsbereit. Ich bin immer in Bewegung. Ich halte durch, bis ich bekomme, was ich will. Nein, das ist aber, wenn ich merke, das geht irgendwann nicht weiter, dann höre ich auch auf.
Menschen halten mich für hilfsbereit. Ja, stimmt schon. Ich bin immer in Bewegung. Ich mag Konkurrenz. Ich nehme das Leben nicht zu ernst. Das stimmt nicht. Ich denke immer an andere. Ich bin ein angenehmer Typ. Ich mag Konkurrenz. Ganz einfach, durch Konkurrenz wächst man. Ich bin sehr überzeugend. Ich sehe mich selbst als einen sanften Menschen. Ich bin sehr bescheiden. Ich habe oft eigene Ideen. Ja. Ich sehe mich nicht so als sanften Menschen, weil ich gehe auch manchmal hart mit mir selber um. Ich bin anderen gegenüber sehr hilfsbereit. Ich fordere nicht gern das Schicksal heraus. Ja. Ich gebe nicht so schnell auf. Gut, ich neige dazu, vorsichtig zu sein. Ich bin entschlossen. Ich bin gut darin, Menschen zu überzeugen. Ich neige dazu, freundlich zu sein. Ich bin sehr entschlossen. Ja. Und das hier, nee. Ich bekomme nicht schnell Angst. Menschen empfinden meine Gesellschaft als anregend. Ich bin immer hilfsbereit. Ich bin immer bereit, Befehle zu befolgen. Nee. Ich bekomme nicht schnell Angst. Ich bin sehr bereit, meine Meinung zu ändern. Ich genieße eine gute Diskussion nur über meine Leiche. So, ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich bin sehr geduldig. Ich bin eine selbstständige Person. Ich erhebe selten meine Stimme. Ich bin eine selbstständige Person. Nee, ich bin manchmal wirklich sehr ungeduldig. Ich bin immer bereit und gewillt. Ich probiere gern neue Dinge. Ich mag Diskussionen nicht. Menschen beschreiben mich als übermütig. Nö. Ich gehe gern Risiken ein. Ich bin sehr empfänglich für die Ideen anderer. Ich bin immer höflich und zuvorkommend. Ich bin eher ein gemäßigter als ein extremer Mensch. Ich gehe gern Risiken ein. Nee, ich plane oder organisiere, so kann ich mich Risiken vermeiden. Ich bin sehr empfänglich für Ideen anderer. Ich bin versöhnlich und neige dazu, viele zu vergeben. Ich bin sensibel. Ich habe viel Energie und Kraft. Und ich verstehe mich mit jedem. So. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich kontrolliere meine Gefühle. Meine Ansichten sind sehr konventionell. Ich treffe Entscheidungen schnell. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich kontrolliere meine Gefühle. Erstmal, ich treffe Entscheidungen schnell. Manchmal dauert es auch länger. Deswegen nein. Meine Ansichten sind sehr konventionell. Ich kontrolliere meine Gefühle. So. Ich behalte Gefühle gern für mich. Genauigkeit ist mir sehr wichtig. Ich sage gern, was ich denke. Ich bin sehr freundlich. Genauigkeit. Ich behalte gerne meine Gefühle für mich. Nein. Manchmal kann ich ausflippen, dann wissen alle, was los ist. Genauigkeit ist mir sehr wichtig. Ich sage gerne, was ich denke. Ich löse Probleme gerne diplomatisch. Ich gehe gern Risiken ein. Ey, schon wieder? Die meisten Menschen finden mich akzeptabel. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich bin gehorsam. Absolut nicht. Ich bin immer gewillt, es manchmal zu versuchen. Loyalität ist eine meiner Stärken. Ja, für einen richtigen Arbeitgeber schon. Ich bin eher aggressiv. Nee. Nee. Ich bin lustig und habe viel Persönlichkeit. Menschen halten mich für jemanden, der leicht zu überreden ist. Ich bin eher zaghaft, dann eher hier. Ich bin gut darin, Menschen zu motivieren. Geduld ist einer meiner größten Stärken. Ich versuche oft, das Richtige zu sagen. Ich habe einen starken Drang zu gewinnen. So. Wenn ich merke, ich kann nicht gewinnen, dann höre ich auch auf. Deswegen ist diese Frage sinnlos. Weil einen starken Drang zu gewinnen bedeutet, dass man auch gewinnen möchte, wenn man schon lange verloren hat.
Ich versuche oft, das Richtige zu sagen. Geduld ist meine meiner Stärke. Ich bin gut darin, Menschen zu motivieren. Menschen halten mich für umgänglich. Es befriedigt mich sehr, anderen zu helfen. Ist das eine Lustmaschine? Ich durchdenke die Dinge immer. Ich ziehe es vor, Dinge jetzt zu erledigen, anstatt später. Jupp. Menschen halten mich für umgänglich. Weiß ich nicht. Ihr passt ja nicht. Ich nehme jetzt einmal mal das Erste. Ich bin gut darin, Situationen zu analysieren. Ja. Ich werde schnell unruhig. Ja. Brauche ich die anderen gar nicht lesen. Nicht alle Einträge wurden korrekt angegeben. Bitte überprüfen Sie das nochmal. Wo denn? Ah, hier. Ich bin. Ach, da hat er wieder was nicht gemacht, als ehrlich. Ich bin sehr bescheiden, ich habe oft eigene Ideen. Das seht ihr mal, da hat man eine Aussage vergessen und dann meckert das Programm gleich rum. So, ich bin männlich. Was bin ich? Wie alt bin ich denn? Oh Gott, ich werde jetzt bald alt. Oh meine Güte, ey. Ich bin aus Deutschland. Mein Bildungsgrad. So, Sie machen diesen Test nur zum Spaß, zum Einblick für mich selbst, um Entwicklungsmöglichkeiten zu erkunden, um herauszufinden, welche Arbeitsstudium zu mir passt. Um, ja, es wäre interessant. Ich hätte jetzt was anderes geklickt, aber es ist interessant. In welchem Arbeitsbereich sind Sie tätig? Schüler, Praktikum, Angestelltenverhältnis? Gut. Welchen? Gut, was gibt es denn da alles hier so? Mensch, meine Güte, Bildung, Forschung. Gibt es auch irgendwas mit soziale Arbeit? In welcher Arbeitsbereich? Soziale Arbeit? Wie gut? Also, wie gut passen Ihre täglichen Aufgaben und Tätigkeiten zu Ihrer Person? Was war Ihre offizielle Berufsbezeichnung? Weder Hilfskraft, was will er mit Hilfskraft? Pädagogische Fachkraft. Fachkraft. So, Einleitung. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir jetzt erwartet. Dominant. Initiativ, stetig, gewissenhaft. Was sagt der Test jetzt aus? Die Präsenz ist wahrscheinlich ihr dominanter Persönlichkeitsfaktor, der zweithöchste. Dominant beschreibt, wie sie mit Problemen umgehen, sich durchsetzen und Situationen kontrollieren. Beschreibt, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie mit ihren kommunizieren, stetig und so weiter. Könnt ihr alles lesen. So, sie gehen gut mit Druck um. Sie streben nach Exzellenz und erwarten das auch von anderen. Ja, man soll ja nicht irgendwie, ja, knien bücken, sage ich jetzt mal. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es buchstäblich tausend unterschiedliche Kombinationen von Squares. Um das Persönlichkeitsmuster besser zu interpretieren, kommunizieren und verstehen zu können, haben Experten auf diesem Gebiet durch statistische Analyse und der Score-Kombination 15 Diskmuster für Profile definiert. Was gibt es denn alles? Vergleichsweise hoch, dominant, vergleichsweise hoch. Haben Spaß am Wettbewerb und Herausforderungen, sind zielorientiert und wollen ihre Leistung anerkannt werden. Schön. Setzen ihre vergleichsweise niedrig, neigen dazu, Frieden und Harmonie zu wollen, ziehen es vor, anderen dass andere die Initiative ergreifen und lösen. Naja, Initiativ, vergleichsweise hoch, sind sehr daran interessiert, Menschen zu treffen und mit ihnen zusammen zu sein, sind allgemein optimistisch, aufgeschlossen und sozial kompetent. Das ist in meinem Beruf auch wichtig.
sind schnell im Aufbau von Beziehungen. Gut, meine Beziehung habe ich ja schon. Boah, wie lange ist meine Beziehung? Wenn das meine Frau jetzt hören würde, die würde mir den Kopf abdrehen. Jetzt muss ich echt überlegen. 2005, 2006. 2006, 16 Jahre bald. Meine Fresse, so lange schon. Niedrig, stetig, vergleichsweise oder hoch. Sind in der Regel geduldig, ruhig und kontrolliert, zeigen eine hohe Bereitschaft, anderen zu helfen, besonders denen, die sie als Freunde betrachten. Naja, ich helfe eigentlich jedem, der Hilfe braucht. Gewissenhaft, hoch. Sind in der Regel freundlich und anpassungsfähig, neigen dazu, nicht aggressiv zu sein, sind eher vorsichtig als impulsiv, vermeiden Risiken, handeln taktiv, diplomatisch und streben nach einem stabilen, geordneten Leben, sind sowohl im Privat- als auch im Geschäftsleben einfach zu handhaben. Genau. Macht man eine Leine um den Hals und dann geht man mit einer Gassi. Und dann geht's los. Welche Berufstypen wären da schön? Ich habe jetzt eigentlich nach den Berufstypen gefragt. Wenn Sie denken, dass die Teilnahme an diesem Test jemanden, den Sie kennen, zugutekommen würde, können Sie ihm ganz einfach das Medium Ihrer Wahl weitergeben. Klar doch. Wo sind jetzt meine Berufe? Steht ja nicht drin, ist aber egal. Ihr seht ja mein Endresultat. Wer mich einstellen möchte, ich arbeite gerne für euch, solange ihr ehrlich, sozial zu euren Mitarbeitern seid. Mehr verlange ich nicht. Wenn ihr loyal seid zu euren Mitarbeitern, wenn ihr sozial seid zu euren Mitarbeitern, dann bin ich euer bester Arbeitnehmer. Dann mache ich alles. Dann verkaufe ich sogar einer Kuh eine Brille, damit sie erstmal das Gras auf der Weide findet. Ist mir scheißegal. Aber ich möchte ein gutes Arbeitsverhältnis. Bis dann noch viel Spaß und tschüss.